Alter, hast du noch was oder? Ich hab noch was. Likörchen. Sonst meldest du dich, ne? Ah, Ede. Ich sehe aus wie ein Firken, du. Ja, das tust du ja immer. Natina, wie is it? Ach gut, wie is it dir? Walter ist auch da. Hallöchen. Ja. Warte mal, hallo, sag mal, kann ich nicht mal so unpersönlich hier immer durch die Gegend gehen? Das nein, auch mal sehr nett von dir, richtig. Sehr oft da. Wie geht es dir denn, Tina? Gut geht es mir, wie geht es dir? Herrlich, ja. Herrlich geht es mir, richtig herrlich. Schön. Weil wir haben jetzt Sommer. Ja. Sommer haben wir und der Ede, der geht jetzt schön zum Sommerfest Lennep, Lennepper Sommer, Beachparty. Ich habe schon alles mitgebracht, Handtuch zum Hinlegen, alles da. Aber das dauert doch noch ein bisschen, bis das anfängt, oder? Ja, das ist mir doch egal, wie lange das dauert. Du musst das schon mal vorauslegen. Ah, vorauslegen. Ja, du musst das schon mal den Platz machen. Weißt du, wie viele Leute da kommen? Dann habe ich meinen Platz, da war ich ja mal weg da. Das ist mein Platz. Ach so, ja, ich bin nicht mein halt drauf. Ja. Sehr schön. Herrlich, da freue ich mich so drauf. Ich habe mich schon das ganze Jahr so drauf gefreut. Wirklich. Schön. Da freue ich klatsch, klatsch, wenn ich könnte. Aber ja, ja, ja. Doch. Nee, schön. Da wird doch mal was gemacht und? Ja, ja, ist doch schön. Schön. Gut, ich glaube, der Barista macht hier oben auch hier ein bisschen. Der Löwenstrand. Ja. Löwenstrand machen ist die auch. Da werde ich abwechseln. Ich werde wechseln. Ich werde einmal nach Lennep, werde nach dahin gehen. Du kannst den Ball dann zum Löwenstrand bringen. Ja, das kann ich auch. Ja, könntest du. Ich kann auch beides zu beiden bringen. Könntest du auch. Dann bist du wieder auch in Bewegung. Ja, oder? Ich freue mich auf beides. Ich freue und mich Sommer? Einfach. Was machst du Sommer? Sommer geht Ferien. Hier. Sommerferien. So. Oder ja, hast du denn Salon zu? Ja, ich wollte es ja gerade sagen, oh, Tina. Bitte, bitte, bitte. Likörchen. Ja, gerne. Ich kann mich ja kaum interessieren. Warte, ich tue mal den hier ein bisschen. Dieser Ball. Herrlich, wird kein oder? Leichter sein. Herrlich. So, der wird kein leichter sein. Nein. So, komm, trink dir erstmal ein. Okay, oh, was wackelst du denn? Du ziehst das aber mehr wie ich und ich trinke jetzt hier. Prost. Ja, Prost. Ja, was mache ich im Sommer? Im Sommer fahre ich, wie alle zwei Jahre, fahre ich nach Malle. Ah, oh, ja, aber schön. Jetzt nicht nach Ballermann. Ein Ballermann? Sondern ich fahre nach Porto Soler. Ah. Ach ja, Wanderurlaub, sag ich mal. Du kannst, das ist ja so eine schöne Gegend, so schön. Und die Wärme, da hast du auch gemäßigtes Klima da oben. Ja. Sehr, und da wandere ich, da gibt es ja die schönsten Wanderwege. Ach, du kennst ja gar nicht, warst du noch nicht, glaube ich. Ne? Da kannst du auch mit dem Zug fahren, mit dem Siemens-Zug. Ja, aha. Da fahre ich auch jedes Mal mit. Die kennen mich da schon. Ja, ja, schön. Ich brauche fast schon keine Trittskarte mehr. Nee, Eintrittskarte. Prost. Prost. Ich mache im Sommer nichts. Also, was? Ich mache im Sommer nichts. Ja, ich war nee, nicht du machst weg. Jetzt überhaupt gar nichts. Du nee, machst im Sommer nicht nichts. Nee, der Paul Emil geht in eine Ferienkiste, den habe ich ab und zu mal und dann bringe ich den da hin und hole ihn ab oder wie auch immer. Hm? Kennst du Ferienkiste? Nee, das tut mir leid. Das ist ein Ferienprogramm für Kinder. Die ersten beiden Sommerferien in der Albert-Einstein-Schule. Das ehemalige Brüderstraße. Ja. Das ehemalige Leibniz-Gymnasium, meine ich. Ne? Das war ja, das ehemalige Leibniz-Gymnasium. Richtig, nicht, genau. Da ich drauf gewesen wäre, aber ich glaube, das war das ehemalige. Ach, da ist das. Da können die viele schöne Sachen machen. Wenn Wetter schön ist, gehen sie in Eschbachtal oder machen den Kletterparcours oder ja. Im Karai ist da. Also da gibt es genug, was die machen können. Das finde ich sehr schön. Ach. Ne? Ja, was machst du denn dann? Du kannst da nicht mit. Ich gehe arbeiten. Du machst hier kein Päuschen hier? Machst du hier kein Sommerpäuschen? Ach, gar nichts. Ich habe da genug Päuschen jetzt gemacht. Und das ist denn dieses Jahr kein Urlaub für dich drin? Nein. Überhaupt nicht? Ist nicht schlimm. Ach, da werde ich an dich denken. Ja, da werde ich natürlich an dich denken, wenn ich schon lecker, so einen schönen lecker Bergkäse da oben esse. Bergkäse? Ja, Bergkäse, auf dem Berg oben, Valdemossa, ach, total lecker. Ja. Ja, ach, mit Frühlings hier, mit den Streusel drin, ach, ich könnte jetzt schon wieder, da schlabber ich mich ja weg. Ja, ich sage dir, schlabber du dich mal weg. Apropos schlabbern, tu mir doch noch mal einen rein, wenn du mal einen mitnimmst, wäre ganz göttlich. Jo. Ja, aber ich sag ja, so mit diesem Wandern ist ja genau das gleiche, wie jetzt. Ach, übrigens Wandern, Talsperre. Ja. Talsperre kann man ja wunderbar wandern, wandere ich ja selten, weil das ist mir einfach zu großzügig. Aber da haben sie das BHB-Hotel, kennst du? Ja. Ja, das ist kernsaniert und ist am 1. Juni wieder eröffnet worden. Ich weiß. Warst du schon da? Nee, ich war jetzt noch nicht da gewesen, nicht direkt. Obwohl, ich würde da schon mal so kurz eingehen. Jetzt nicht wegen dir, also ein Eierlikörchen trinke ich, wenn nur. Das will ich immer gesagt haben. Nein, den trinke ich, wenn nur bei dir. Prost, sagt man Prost? Hm. Ist ja brutal an. Der ist mal wieder richtig stramm, oder? Ich habe immer das Gefühl, das ist eher so ein Eierlikör, das ist ein Eierkorn, das ist kein Eierlikör, das ist ja nur... Strammen Max ist das. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, dass ich den so mag. Am Ei. Das ist, ich mag Eier. Ja. Ja, nicht so jetzt. Das täuscht natürlich ein bisschen. Eier. Nicht so, ja, mein Gott. Nein. Wenn sie geschlagen sind, dann, nee, auch nicht. Mein Gott, nicht, dass ich mir jetzt, das haben wir auch noch hier, das kriegt ja jeder mit. Bald hast du zugehört. Nee. Ja, siehste, hat er. Ja, werde ich schon wieder ganz rot. Guck mal, da wird mir alles ganz bangig hier an der Wange. Ja.
Ah, da schäme ich mich ein bisschen. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Ja, hast du denn schon gehört, im Eschbachtal, die machen ja auch richtig Event jetzt. Ach. Vater und Sohn zelten. Ja, das ist für mich ja nun gar nichts. Vater und Sohn zelten ist natürlich ein Vater, der einen Sohn hat, sehr schön. Ja. Ach, meine Hand ist taub. Wie kommt das denn? Ich weiß es jetzt auch nicht, gerade taub. Doch, habe ich gesehen. Ja. Eschbach, da finde ich auch schön, die wollen dann so ein bisschen lokale Bands, ne? Ja. Ja, was ist denn daran lustig, dass die lokale Bands... Ich war gerade noch bei der Eier, Entschuldigung. Ja, die haben Eier, wenn die da auftreten müssen. In der Hose, ja. Das ist ja, das hat ja auch Erfolgskonzept, sag ich mal. Ja. Ich glaube, ganz in Köln oder in Leverkusen, da wird das ja schon längere Zeit gemacht mit solchen. Das sollten sie mal machen. Was? Eschbachtal, ja nicht, das an so einem Freibad. Ach so, ja. Mein Gott, du bist aber heute auch durch. Kannst du mal schön Friseurtag kannst du da mal Ja, da gehe ich mit meinen ganzen Friseurlehrlingen hin. Machen wir einen schönen Friseurtag. Also ja, schön. Schöne Becken hast du da, ne? Zum Haare waschen. Herrlich, zum Färben. Und dann können Sie sich zum Trocken legen auf die Wiese. Ja, ist eine schöne Wiese. Doch, ich finde es schön. Und da, ich würde da auch hingehen. Sollen wir da nicht mal zusammen hingehen? Ich nehme die Frisur. Wolltest du meine Haare machen? Wen? Ja. So. Ich soll dir die Haare. Ja, Prost. Du kommst zu mir ja gar nicht, ne? Entschuldigung. Ja, wann warst du das letzte Mal bei mir wegen der Haare gewesen? Und ich sehe schon, du hast ja Spliss ohne Ende. Außerdem habe ich immer gedacht, du wolltest mal eine flotte Kurzhaarfrisur. Auch nichts, ne? Flott. Ich kann dir auch nichts. Du musst auch mal was tun. Ja, tu doch mal was. Ja. Prost. Ja, Schätzchen. Ich habe natürlich mal wieder einen Löffel. Ja, kommt ein bisschen spät, wenn der Glas leer ist. Da der ne? für dich zu groß ist, nimmst du mal einen Strohhalm. Ach, kannst kann du besser Stroh. So Weil gehen, ich jetzt mal gerade auf Malle fahre, muss ich jetzt schon wieder in den Strohhalm. Ich glaube, beim Ballermann fahre ich mal kurz vorbei, aber erst nach 2 Uhr. Ja, tagsüber, genau. Ja, das sind die nicht tagsüber, nachts 2 Uhr. Ja, da ist ja nicht mehr viel los. Das ist ja gerade das Gute. Ach so. Na, in dem Sinne dann einen schönen Sommer erstmal. Ja, jetzt wünsche ich dir einen schönen Sommer. Hier das Gläsel. Dankeschön. Tschüss.